Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minenkraft. Jawohl, wir sind hier bei unserem Gebäude. Da habe ich mir heute während der Arbeit mal Gedanken zu gemacht, dass das ein ziemlich komischer Bahnhof wird. Mehr wie ein Wohnhaus. Aber hey, das sieht halt alles ein bisschen doof aus mit den Fenstern. Vielleicht ist es mir oben einfach scheißegal, dass das hier so aussieht. Weil man sieht es ja eh bloß von oben. Deswegen ist mir das Wumpe. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Ich habe da nicht so die richtigen Einstellungen immer von der Musik. So. Aha, die passen hier schon. Das ist auch okay. Hier machen wir einfach gar nichts. So. Das passt schon so. Sehr gut. Platzieren wir mal unten ein paar Fackeln. Erstmal. Ich möchte hier nichts spawnen lassen. So. Gut. Wir die Rule mal da rein. Lasst mich überlegen und nicht. Schauen wir mal, ob das reicht. So, Fackeln wollte ich noch ein paar craften. So. Gut, schön ausgehellt. Noch eine Eisenspitzhacke, hätten wir sogar noch eine. Wo ist der dritte Stein? Da. So. Ihr kommt weg. Eventuell mache ich den Boden komplett auch hier mit den Steinen. Da müssen wir halt ein bisschen danach buddeln. Hier mache ich aber wieder die. So. Dann. Erde raus. Ich habe mir kurz, mal kurz still zu sein, ich habe mal kurz überlegt, ob ich mir die Diamond Pickaxe verzaubern soll, dass wir schneller den Tunnelbau vorantreiben. Können wir rein theoretisch machen.
Mit Effizienz, Reparatur und Haltbarkeit, da werde ich sie aber vorher reparieren. Dann haben wir nämlich nur noch dann eine Pickaxe dabei. Gut, für Nähte werde ich dann wahrscheinlich immer noch die normale Steinpickaxe mitnehmen. So, gucken wir da mal. Passt. Machen wir gleich mal wieder ein bisschen Papier. Bücher nehme ich jetzt hier auch mal mit zum Traden. So. Die Schafis. Da hinten versteckt sich ein Schweinchen. Schlafen wir heute mal wieder in dem Bett. So. Pflanzen wir mal ein bisschen was ein. Haben wir hier noch die Wege. Dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Machen wir hier aber noch. Au. Paar Büschchen da rein in die Ecken. So. Wunderbärchen. So, dann. Ja, tut mir leid. Hier nicht. Hier, oder? Wie sieht das aus von hier? Hier ist halt die blöde Treppe. Oh, nur einmal ein Gitter. Welches Holz? Normales Eichenholz. So. Dann hole ich mir jetzt mal die Schienen. So. Also wenn wir das Granit oder aus Granit machen wollen, das ist halt schon, das ist ganz schön tief und hier. Ja, ich glaube, ich möchte es aus Granit machen, weil das sieht, glaube ich, richtig fancy aus. Wir haben auch, glaube ich, genügend Granitvorkommen. Der Baum müsste halt mal weichen. Aber die Strecke ist halt ziemlich lang. Nun gut.
So, der Fake-Tunnel da oben machen wir dann auch zu. Da. So. Jetzt bauen wir uns mal. Ja, das können wir jetzt erstmal hier mal rein. So, wups, weg. Dann brauchen wir dich. Einen von denen. Ich habe noch nie Gold geformt. Wir machen jetzt einen Billo-Bahnhof, ja? So. Und hier knallen wir mal den Kopf. Kopf. Passt. Alles Billo. Gut. Das passt. So, hier machen wir mal so. 3, 4, 5. Das müsste eigentlich auch passen. Ah, eventuell können wir da in der Mitte einen wegmachen. So, und jetzt? Na, hier auf die Schienen, kommst du da alleine wieder drauf? Ja, ohne Schwung nicht. Okay. Brauchen wir dann ein bisschen Schwung, das heißt, wir brauchen mehr Gold. So, gleich wieder weg hier. Das ist immer noch ein bisschen doof. So. So, Leute, passt auf. Au. Wenn wir jetzt dich wegmachen, 1, 2, 3. Wenn wir Pech haben, müssen wir da sowieso noch mal alles umbauen. 5, 6, 7. 10.
So. Brauchen wir jetzt noch ganz viele Schienen. Die machen wir dann an. Aber es müsste rein theoretisch dann funktionieren so. Schneller in der Mine und schneller wieder zurück. Hier haben wir drei nochmal für den Schwung da hoch. Wir müssen halt dann gucken, ob das wirklich passt mit dem Schwung. Das können wir jetzt schon testen. Ja. Hier schieben wir jetzt mal selber an. Der Bremsen sitzt nochmal aus, aber der schiebt uns an. Plopp. Passt. Wunderbar. So. Wir werden definitiv noch ein paar Schienen brauchen. Werde ich jetzt alles mal craften, weil die Schienen werden nie und Leben reichen. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Schienenverkehr. Also, bis dahin, tschüss.